Ja, willkommen hier an der Villa Wunderwelt. Hier am Haus, rund ums Haus herum, sind allerlei Kunstautomaten ausgestellt. Und hier entstehen sie auch in meiner Werkstatt. Hier zum Beispiel, schon vor langer Zeit entstanden, der Complicius Complicissimus, ein Prophetomat, einer der Esoteromaten, der früher sogar im Park gestanden ist, mit Akkubetrieb, mit Funkmikrofon, die tollsten Sachen sagen konnte, überraschende Dinge für die Leute davor standen. Und heute berät er die Leute, die zur Villa Wunderwelt kommen. Ich bin ein reicher, alter Mann. Doch was fange ich mit dem Reichtum an? Besitzen kann man allerhand, doch ist nicht alles schnöder Tand. Ja, und hier zeige ich einen von den allerältesten, damals noch eingebaut in Original-Zigarettenautomat-Gehäuse. Das Spiegelkabinett, wo sich dann so in Bewegung setzt. Und wenn die Kinder genau davor stehen, dann können die sich hier in unterschiedlicher Art verzerrt wahrnehmen und bestaunen. Und jetzt kommen wir noch da hinter zu dem größten aller Objekte. Ja, hier auf der Henkersbrücke hat es vor circa 20 Jahren angefangen. Der erste Automat wurde hier in dem Häuschen aufgestellt, exponiert. Früher hat der Henker hier seine Maut verlangt, wenn ein Fuhrwerk über die Brücke kam. Heute versuchen Frau Schäufele und Frau Kehrer hier einen Euro zu kassieren von den Passanten. Es gibt gerade drei verschiedene Programme. Ostern im Supermarkt, ein Gedicht für Kinder. Das lasse ich jetzt mal laufen. Schokohasen, Ostereier, alles für die Osterfeier im Supermarkt seit Januar. Dem Osterhasen wird nun klar, dass ihm dieses nicht gefällt. Besser war doch früher die Welt. Ja, wir befinden uns hier an einem Toilettenhäuschen, wo früher noch ein Kiosk mit drin war. Vor wenigen Jahren war das immer total mit Graffitis verschmiert. Da kam die Idee auf, man könnte doch da was Schönes reinmachen, zum Beispiel so ein Kunstautomat. Zwei Stück haben wir in die Nischen reingesetzt. Ein schöner Anlaufpunkt für Jung und Alt. Gibt es doch hier drei Münzeinwürfe. Hier Kinderträume, Prinzessin, Ritter, Pirat, wie gemacht für Kinder. Dann gibt es noch etwas spirituelle und kuriose Unterhaltung in diesem mechanischen Theater Dr. Plunders kurioses Kabinett. In Spanien gibt es ein ähnliches Objekt mit zwei Marionetten. Da kann man dann statt in den drei verschiedenen Programmen das gleiche Programm in Spanisch, Englisch und Deutsch hören. So kann der Tourist wählen und bekommt Informationen über die Stadt, in der er sich befindet und Unterhaltung. So wie das zum Beispiel da drüben ansatzweise gemacht worden ist. Hier gibt es Französisch und Deutsch und in der Mitte noch etwas für Kinder, das kostet nur 50 Cent. Wenn man hier einwirft, dann beginnen Frau Mödele und Frau Göschele über die Stadt zu referieren. Hallo? Ja, es kommt miteinander. Willkommen bei der Buscheika. Das bin bei den I. So heißt das Häusle da. Weil früher war das nicht bloß Klohäusle, sondern Kiosk. Deshalb Brunze, Scheiße, Kafe, Großscheiße. Ja, also eine Kleinstadt wie Schwäbisch Hall bietet auch allerlei Kuriositäten, denen mit diesem Automat ein Denkmal gesetzt ist. Ich gebe ehrlich zu, die Doppelerektion vor der berühmten Freitreppe von St. Michael ist lediglich zwecks Umsatzsteigerung mit einer Schnecke und ihren zwei Fühlern hier. Da oben ein Denkmal für einen wunderbaren Automaten mit speicherprogrammierter Steuerung, der extra für das Schraubenmuseum des Reinhold Wirth, für den Schraubenkönig, gebaut wurde. Allerdings kam der Künstler, sprich ich, den Änderungswünschen nicht entgegen. Die Meinung ist, die Kunst sei frei. Ein Künstler, der sich nie die Hände wusch, heißt Thomas Schweikert. Der lebte vor ungefähr 500 Jahren
war ohne Arme und Hände zur Welt gekommen, hat es mit den Füßen zum Stadtschreiber und Maler gebracht. Und hier zwei politische Besonderheiten. Ein Rentner, der eine ganze Oberbürgermeisterwahl zum Kippen brachte, ein Juxkandidat mit insgesamt 23 Stimmen, sorgte dafür, dass ein ganz anderer hier Bürgermeister wurde. Und hier, jetzt geht es schon wieder zu, der Remstal-Rebell Helmut Palmer, der hier im ersten Wahlgang gegen drei seriöse Kandidaten 43% erzielt hat, was eine beachtliche Leistung ist. Sein Sohn ist inzwischen sogar Oberbürgermeister. Ja, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn man die Kosten eines solchen Automats wieder reinspielen möchte, ist in irgendwelchen zu versteckten Nischen seine Objekte zu platzieren. Hier ein Frühberg Zigarettomat, Einwurf 20 Cent. War zu Zeiten natürlich eine spannende Sache, wurde manchmal auch vermietet an die AOK, als das Rauchen noch ein größeres Streitthema war. Jetzt zwingt uns der Sensenmann heraus, für Freunde der Kunstautomaten eine lustige Anlaufstelle mit noch anderen Objekten, aber leider viel zu sehr versteckt. Allerdings. Da liegt sogar eine Tote rum. Wir sind fleißige, sparsame Leute. Dolore, gucken Sie doch, wie die gucken. Was gucken Sie denn da? Womöglich kommt denen unter die ein Spanisch vor. Aber wir sind ganz im Süden von Spanien. Da schwätzt man andalusisch, gell? Wir können alles bloß der Spanien.